Fraunhofer Fokus ist ja ein IT-Institut. Und wir haben in unserer langjährigen Zusammenarbeit mit der Verwaltung gelernt, dass Projekte nicht IT-getrieben sein sollten, weil dann können sie nur verlieren, sondern sie müssen immer die Fachlichkeit und die Geschäftsprozesse in den Mittelpunkt stellen, weil IT ist letztendlich dann nur noch Mittel zum Zweck. Sie müssen schon den Mut haben, die vorhandenen Prozesse zu analysieren und zu schauen, also wo kann ich optimieren, beziehungsweise wir haben es ja nicht nur mit Verwaltungsmitarbeitern zu tun, die miteinander in diesen Geschäftsprozessen arbeiten, sondern in diese Geschäftsprozesse waren ja auch die Eltern und die Wirtschaft, also die Träger involviert. Und da müssen sie auch den Mut haben, quasi diese beiden Stakeholder, wie man jetzt immer so modern sagt, mit in diese Geschäftsprozesse mit hineinzunehmen. Elterngeneration, die jetzt Kinder in Kitas anmelden, das sind ja dann irgendwann schon die Digital Natives. Die wünschen sich das natürlich, dass es irgendwann so einfach ist wie mit irgendwelchen Apps, indem sie jetzt im E-Business irgendwelche Klamotten kaufen oder Bücher kaufen oder Züge reservieren. Und wir haben immer noch in der Verwaltung dieses Problem der Schriftformerfordernis. Und da müssen wir irgendwie schauen, wie kommen wir da zu Verfahren? Also an und für sich muss man heute noch digital signieren. Das ist immer noch ein schwergewichtiger Prozess. Man braucht entsprechende Karte. Das macht kein Mensch. Und ich wünsche mir dann irgendwann, dass es so einfach wird, als wenn ich jetzt irgendwie bei Amazon was bestelle und dann kann, dass ich dann auch meinen Kita-Platz bestelle.